Im folgenden Film zeigen wir Ihnen ein Übungsprogramm, welches Sie auch als Diabetiker einfach und sicher zu Hause durchführen können. Der Arzt Vitality Miniball ist ein sehr vielseitiges Trainingsgerät, welches sowohl zur Prävention als auch zur Rehabilitation eingesetzt werden kann. Der Miniball ist mit Luft gefüllt und in verschiedenen Größen erhältlich. Für die folgenden Übungen empfehlen wir den blauen Arzt Vitality Miniball mit einem Durchmesser von 22 cm zu verwenden. Mit der folgenden Übung trainieren Sie Ihre Armmuskulatur. Stellen Sie sich stabil und schulterbreit hin. Halten Sie den Miniball auf Brusthöhe. Die Ellbogen stehen dabei seitlich nach außen, die Schultern sind tief. Drücken Sie den Miniball in kleinen, pulsierenden Bewegungen zusammen und lassen ihn wieder los. Führen Sie den Miniball mit den Armen während des Pulsierens langsam nach oben und anschließend wieder nach unten. Achten Sie dabei auf eine gleichmäßige Atmung. Führen Sie diese Übung 20 bis 30 Sekunden aus und legen anschließend eine Pause von 20 bis 30 Sekunden ein. Wiederholen Sie diesen Übungssatz ein bis zweimal. Mit der folgenden Übung stärken Sie Ihre Beinmuskulatur. Stellen Sie sich stabil hin und stützen sich optimal mit einer Hand ab. Klemmen Sie den Miniball in die Kniekehle des linken Beins. Beim Ausatmen heben Sie das Bein mit dem Miniball nach vorne an und senken es beim Einatmen wieder ab. Führen Sie diese Übung 8 bis 10 Mal aus, machen anschließend 20 bis 30 Sekunden Pause und wiederholen die Übung dann mit der anderen Seite. Den gesamten Übungssatz können Sie pro Seite ein bis zweimal wiederholen. Stärken Sie mit der folgenden Übung die Muskulatur Ihres gesamten Körpers. Stellen Sie sich stabil und schulterbreit hin und halten den Miniball vor dem Körper auf Höhe Ihres Bauchnabels. Strecken Sie mit der Ausatmung die Arme nach vorne, sodass Ihr Rücken rund wird. Richten Sie mit der Einatmung den Rücken wieder auf und geben den Miniball unter dem rechten Bein hindurch von einer in die andere Hand. Mit der nächsten Ausatmung strecken Sie die Arme mit dem Miniball erneut nach vorne, Ihr Rücken wird wieder rund. Mit der Einatmung richten Sie sich erneut auf und geben den Miniball unter dem linken Bein hindurch von einer in die andere Hand. Führen Sie die gesamte Übung 8 bis 10 Mal pro Seite aus. Legen Sie anschließend eine Pause von 30 Sekunden ein und wiederholen den Satz ein bis zweimal. Die folgende Übung hilft Ihnen dabei, Ihre Ausdauer zu verbessern. Stellen Sie sich stabil und schulterbreit hin und halten den Miniball in einer Hand vor dem Körper. Beginnen Sie nun, Gehbewegungen auf der Stelle auszuführen und werfen den Miniball im Rhythmus der Gehbewegungen zwischen der linken und der rechten Hand hin und her. Achten Sie dabei auf eine fließende und gleichmäßige Atmung. Führen Sie diese Übung für ca. 40 Sekunden aus und legen dann eine einminütige Pause ein. Die Belastungsdauer können Sie je nach Trainingszustand nach und nach steigern. Achten Sie darauf, dass die Intensität jedoch so moderat bleibt, dass Sie sich während der Übung noch gut unterhalten könnten. Zum Schluss noch ein Hinweis. Führen Sie das Training nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder medizinischem Fachpersonal durch. Führen Sie vor dem Training eine Blutzuckermessung durch und starten Sie das Training nur bei guten Werten. Sie sollten das Training abbrechen, wenn starkes Schwitzen, Herzklopfen oder Sehstörungen auftreten. Wenn Sie das Gefühl haben, wenig Luft zu bekommen oder nicht mehr frei atmen zu können. Sobald Schmerzen auftreten, wenn Unwohlsein zum Beispiel in Form von Schwindel oder Übelkeit auftritt. Weitere Übungen und Informationen zum Umgang mit Diabetes mellitus finden Sie in den folgenden Filmen und in unserem Experten-Talk. Sport und Bewegung bei Diabetes mellitus kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Werden Sie aktiv. Viel Spaß dabei!